recht herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Tennisfans aus Wien-Hietzing vom Oberst-St. Veiter Tennis Club, wo jetzt in Kürze die Siegerehrung des 1000 Euro OTC Open der Hobby-Tennis-Tour stattfindet. Im heutigen Finale standen sich die aktuelle Nummer 1 der Hobby-Tennis-Tour hier natürlich auf 1 gesetzt, der gebürtige Serbe Wladimir Vukicevic, und die aktuelle Nummer 4 hier auf 3 gesetzt, der aus Rumänien stammende Damian Roman gegenüber. Damian Roman konnte sich gerade noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit und bei bereits einsetzendem Wolkenbruch in 2 Sätzen 7-5, 6-2 durchsetzen. Ich darf jetzt das Wort übergeben an den Beirat des Vorstandes vom Oberst-St. Veiter Tennis Club. Er wird auch jetzt die Siegerehrung vornehmen. Alexander Walter, bitte. Danke, lieber Michael. Ja, zuallererst möchte ich noch kurz sagen, dass ich auch froh bin, dass das Turnier jetzt zu einem Ende gekommen ist. Klaus hat nach 25-jähriger Erfahrung natürlich viel bessere Nerven als ich. Ich habe viel gezittert die letzten Tage. Bin daher umso erfreuter, dass wir das Finale jetzt bei strömendem Regen doch noch die zwei letzten Bälle beobachten konnten. Und bitte jetzt zu mir den Wladimir Vukicevic. Als Finalisten gratulieren wir. Danke. 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 Ein kleines Preisgeld. Super. Danke. Und von unserem Obmann. Wow. Super. Eine kleine Goldspende. Sehr schön. Danke, vielen Dank. Danke für alles, Alex. Und danke, so super. Willkommen. Wir kommen sehr, sehr gern wieder. Ja. Dankeschön. Danke schön. Danke dir. Ja, und jetzt zum wohlverdienten Sieger. Lieber Damian, bitte komm zu mir. Danke schön. Das ist deiner. Bitte schön, wohlverdient. Und 2 Gramm Gold für dich. Das ist schön. Bitte schön. Für mich? Ja. Wow. Yeah. Danke. Und für deine Frau. Wir wollen jetzt auch ein paar Statements der beiden Finalisten hören. Zuerst beginnen wir mit dem Verlierer. Hallo, Stavo. Hallo Meister. Kann man trotzdem gratulieren. Ja. Danke, ja. Natürlich. Zum Finaleinzug, wenn es auch nicht ganz gereicht hat, zum 9. Turniersieg. Warum deiner Meinung nach hat es heute nicht geklappt? Ja, irgendwie mein Aufschlag hat mich einfach verlassen heute. Es war nicht, wie ich es wollte, und ich glaube, das war heute entscheidend. Eigentlich, das ganze Spiel war gut, ich war zufrieden. Eigentlich, das war mein bestes Spiel in diesem Turnier. Da habe ich ein bisschen glücklich Finale erreicht, aber. Ja, ich wollte es natürlich gewinnen. Leider hat es nicht gereicht. Ein Aufschlag muss ich ein bisschen üben. Ja, und dann natürlich, ich habe meine Chance verpasst im ersten Satz und konnte mich das im zweiten nicht verzeihen. Und leider mental offensichtlich auch war ich nicht ganz bereit, das zu gewinnen. Du hast jetzt 12 Spiele auf Tausender Ebene umgeschlagen. Heute gegen einen sehr starken und ich meine gegen einen würdigen Sieger verloren. Der erste Satz war noch relativ knapp, 7-5 verloren. Im zweiten Satz gab es bei 1-0 für dich Breakbälle. Auf 2-0 war das ein bisschen so ein Knackpunkt. Ich glaube, der erste Satz war schon Knackpunkt. Natürlich, Herr Roman hat super gespielt. Das war klar, ich habe das erwartet, dass er so gut spielt. Nur ich habe es nicht erwartet, dass ich auch so gut spiele. Ich habe mich selber überrascht. Nur bei den wichtigen Punkten habe ich dann verfehlt und das hat entschieden. Dann natürlich so ein erfahrener Spieler und guter Spieler wie Roman, Damian, verpasst das nicht, das ist klar. Morgen geht es dann zum versuchten Hattrick beim Wimbledon-Turnier auf Kunstrasen in Wien 3. Wie siehst du da deine Chancen, dass du das dritte Mal en suite Wimbledon gewinnst? Ja, ich mag den Platz, ich mag den Belag, das liegt mir. Und auch eigentlich, wenn ich so gut spiele wie heute, außer Aufschlag, das muss ein bisschen besser sein, dann sehe ich schon meine Chancen. Sage ich danke. Danke. Danke und alles Gute für die nächsten Turniere. Ja, alles Gute für die Zukunft. Danke. Bitte. So, jetzt darf ich den Sieger hier bei mir begrüßen, den Damian Roman. Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Zum insgesamt 5. Turniersieg auf der Hobby Tennis Tour. Der letzte ist aber schon eine Weile zurück, September 2014. Warum dauert es
dauerte das jetzt ein bisschen bis zum fünften Turniersieg, eine kleine Durststrecke jetzt hinter dir. Gibt es da Gründe? Ja, na, die Erklärung ist einfach. Oktober ist mein zweites Kind, eine wunderbare Tochter der Welt gekommen. Glückwunsch dazu, ja. Danke, danke. Und als verantwortungsvoller Vater musste ich in der Anfangsphase ein bisschen sowohl um meine Tochter, als auch meinen Sohn, als auch meine Frau mich kümmern. Und dann ist natürlich wenig Zeit für Turniere bzw. für ein bisschen Training. Ja, weil ich bin so der Meinung, dass einfach nur mitzuspielen macht mir keine Freude, macht mir keinen Spaß. Ich will schon gewisse Ziele erreichen, ein gewisses Level erreichen, sodass mir das tatsächlich Spaß macht. Und wenn ich keine Zeit habe für Vorbereitung, dann spiele ich einfach keine Turniere. Kommen wir kurz zum heutigen Endspiel. Du bist die aktuelle Nummer 4 in der Hobby-Tennis-Tour-Rangliste. Warst hier als 3 gesetzt und hast heute in 2 Sätzen gegen die Nummer 1, gegen den Wladimir Vukicevic, gewonnen. Der zweite Satz mit 6:2 hört sich eigentlich recht deutlich an. War es auch so deutlich aus deiner Sicht? Also wir kennen uns schon, wir haben schon 2-mal gespielt. Ich weiß grundsätzlich, wie er spielt und ich weiß, wie ich, sage jetzt mal, gegen ihn circa spielen muss. Und die Taktik, die ich angewendet habe heute, hat funktioniert, hat gut geklappt. Erster Satz habe ich geglaubt, das ist halt so, da werde ich verlieren. Aber habe ich nicht an den Stand gedacht, das war sehr wichtig für mich. Weil sobald ich an den Stand denke, normalerweise verliere ich immer. Deswegen habe ich mit dem Matchball immer extreme Probleme normalerweise. Ich kann den Match nicht zumachen, weil da ist der Kopf irgendwie nicht da. Aber heute habe ich wirklich geschafft, so wie in einem Traum, so einfach mein Spiel runterzuspielen, ohne an den Gegner zu denken, ohne an den Stand zu denken und ohne, ist einfach gelaufen. Ja? Und hat mir natürlich sehr geholfen, dass der Vladi so nett war und den Stand immer gemacht hat, weil wenn ich das mache, dann sehe ich es immer und dann kriege ich wieder ein bisschen, ja. Und das hat auch vielleicht ein bisschen damit beigetragen, ich weiß davon nichts. Weil vielleicht dann hätte ich gesagt, erst wie es geht, du mach den Stand. Ne? Und dann ist einfach gelaufen. Er hat vielleicht ein paar leichte Fehler und vielleicht der Aufschlag war nicht so gut heute von ihm. Und dann habe ich, wie er schon vorher gesagt hat, habe ich davon einfach profitieren können heute. Und ist so gelaufen. Ja? Und Gott sei Dank, vom Regen, ganz knapp, haben wir es geschafft, das zu wenden. Ja. Am Schluss war es ja wieder sehr knapp mit dem Regen. Am Schluss war es sehr knapp, also das habe ich dem Vlad schon gesagt, ich weiß ja zu schätzen, dass er das mir jetzt quasi die Ehre erwiesen hat, um das Match zu beenden, weil wer weiß, vielleicht hätten wir das gar nicht beenden können heute und dann wäre der Turnier sowieso gelaufen, dann gäbe es einfach keinen Sieger. Und das habe ich ihm gesagt, dass das ich sehr zu schätzen weiß, dass er trotz schlechter Bedingungen, weil man hätte auch aufhören können eigentlich, eher den Game fertig gespielt hat. Ja. Und deswegen. Ja, danke. Ja, die meiste Freude hatte sicher der Turnierveranstalter, Mr. Hobby Tennis Tour, ja, Klaus Lieber, dass das Spiel doch noch zu Ende gegangen ist, weil morgen beginnt bereits Wimbledon. Und es wäre dann sehr schade gewesen, es hätte dann womöglich hier bei diesem 1.000 € UTC Open keinen Sieger gegeben. Also ist sich noch alles sehr schön ausgegangen. Kurze Frage noch, wirst du auch jetzt in Wimbledon wieder mit von der Partie sein? Ja, ich muss meine Frau fragen. Ja, sie hat gelacht, das heißt, ich könnte antreten. Ja. Dann danke für das Interview, sage nochmals Gratulation zum danke. Turniersieg und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön, Damian. Vielen danke. Dank. Und auch danke, alles Gute für die Zukunft, für die nächsten Turniere im Ladegürtel.